Kurz nachdem unsere heutige News-Sendung ausgestrahlt worden ist, hat Sony die Bombe platzen lassen, denn ja, die PlayStation 4 Neo ist echt. Gegenüber dem Magazin Financial Times hat der Sony Interactive Entertainment-Chef Andrew House bestätigt, dass man an der neuen Konsole arbeitet. Die richtet sich gezielt an Hardcore-Gamer und Besitzer von 4K-TVs. Trotzdem möchte Sony auch weiterhin die alte PlayStation unterstützen und auch verkaufen. Und auch alle kommenden PlayStation 4-Spiele sollen auch auf der alten Konsole noch laufen. Zudem soll die Mehrheit der PlayStation-Spiele die neue High-End PlayStation unterstützen. Unklar ist jetzt, was mit diesem Unterstützen gemeint ist, ob das heißt, dass diese Spiele auf der Neo-Konsole dann hübschere Grafik oder Bonus-Features haben. Das ist noch unklar. Auch unklar ist, wie viel leistungsfähiger die PS4 Neo im Vergleich zur alten PlayStation ist. Dazu sagt Sony noch nichts. Und auch zum Verkaufspreis möchte man sich noch nicht äußern. Nur so viel, sie wird auf jeden Fall teurer als die bisherige PlayStation 4. Diese Ankündigung wird es jetzt aber dann auch nicht auf der E3 kommende Woche geben. Da möchte Sony noch gar nichts zur PlayStation 4 Neo verraten. Unsere Kollegen von Eurogamer bzw. Digital Foundry haben aber erfahren, dass es schon im Oktober soweit sein sollen. Dann soll nämlich der Großteil der PlayStation 4 Neo-Spiele fertig sein und es gilt als mehr als wahrscheinlich, dass dann im Oktober auch die Neo im Regal steht. Dann steht die Neo neben der normalen Konsole und ihr müsst euch entscheiden, aber das ist eine Entscheidung, die ich euch überlassen möchte.